schön, dass du da bist. Karin und ich haben uns heute für dich wieder ein Krafttraining überlegt. Heute sind die Beine dran und wir werden 4 Beinübungen machen und Utensilien können wir ganz einfach halten. Wir brauchen lediglich eine Matte, weichen Untergrund. Dann haben wir statt der Steps, das soll so ein Treppenhaus bzw. Treppen und ein Geländer darstellen. Wer jetzt kein Treppenhaus in der Nähe hat, da kriegen wir auch gleich eine andere Variante hin. Und noch Zusatzgewichte. In unserem Fall haben wir einen Kasten Sprudel, den man bestücken kann. Und noch eine Tasche, wo wir dann auch Flaschen drin haben, um das Gewicht anzupassen. So, mit der ersten Übung starten wir, und zwar Ausfallschritte. Wir bieten euch 2 Varianten an. Die eine Variante wäre eine statische Variante und die andere wäre eine dynamische Variante. Der Kamil macht die dynamische Variante vor. Er macht immer einen Schritt vor und einen Schritt zurück. Die statische Variante, da bleibt er in dieser Position und arbeitet auf der Stelle, dass ihr da in einer Schrittposition den Körper auf- und absenkt. Variationen sind möglich von der Breite des Standes. Stellt ihr euch mehr in eine Linie, wird das Gleichgewicht noch mehr gesteigert und es ist anspruchsvoller. Stellt ihr euch ein bisschen breiter hin, hüftbreit, schulterbreit, dann seid ihr stabiler in der Bewegung. Das Ganze machen wir 10-mal und nach den 10 Wiederholungen wechseln wir die Beine. Jeder macht sein Tempo, wie er sich gut fühlt. Wichtig, achtet auf die Technik, dass er eine saubere Durchführung hat. Ich würde vorschlagen, wir starten, machen 10 Wiederholungen. Wir starten mit dem linken Bein vorne. In dem Fall hast du das linke als Führungsbein. Mhm. Gut. Startklar? Jawohl. Okay, los geht's. Also, wir gehen runter. Der Kamil macht den Ausfallschritt. Wenn ich hochkomme, macht er wieder den nächsten. Und somit hat er in dem Fall auch immer eine Wiederholung mehr, was anspruchsvoller ist. Sehr gut. Zusätzlich kann man natürlich auch noch mit Gewichten arbeiten. 3. So. Letzten 2. So. Und noch ein. Okay. Kurz ausschütteln die Beine. Seiten wechseln. So. Los geht's. 3, 2, 1 und. So. Der dritte. Denkt an eure Atmung bei der Anstrengung ausatmen. In dem Fall, wenn ihr auch hochdrückt, atmet ihr aus und ein, wenn ihr runtergeht. Halbzeit haben wir. Letzten 4. So, noch 3. So, Finale 2. Geht's noch? Ja. Und einer. Super, sehr gut. Kurz die Beine ausschütteln. Nächste Übung. Dazu nehmen wir uns auch die Zusatzgewichte, beziehungsweise man kann auch hier für die nächste Übung einfach den Kasten wieder so bestücken, wie es für einen vom Gewicht her passend ist. Der Kamil macht die freie Variante vor, ohne Zusatzgewicht, und ich mache die Variante mit Zusatzgewicht. Wir gehen in eine schulterbreite, hüftbreite Position. Rücken ist die ganze Zeit gerade. Wir machen Kniebeugen und dabei geht ihr mit geradem Rücken runter. Ja? Der Kamil macht es ohne Gewicht. Und ich entsprechend mit Gewicht. Läuft schon? Läuft schon. Ich zähle mit. So, 4 haben wir schon. So. Einatmen beim Runtergehen, ausatmen beim Hochkommen. So, letzten 4. Letzten 3. So, und noch einer. Sehr gut. So. Als nächstes arbeiten wir mit der Wadenmuskulatur. Wer jetzt gerade kein Treppenhaus oder Stufen in der Nähe hat, alternativ geht es auch einfach auf den Boden. Der Vorteil ist bei einer Stufe, man kommt noch ein bisschen größer in die ganze Bewegung rein. Wir zeigen auch hier wieder 2 Varianten. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter nach außen, damit ihr das seht. Wichtig, festhalten am Geländer. Ihr stellt euch mit dem Fußspann auf die Kante, also die breiteste Stelle vom Fuß, dass die mit der Kante abschließt. Der Kamil macht das Ganze auf einem Bein.
Zur Stabilität kann er das eine Bein hinter das andere klemmen und ihr senkt eure Fersen ab und geht auf die Zehenspitzen hoch. Ja? Auch hier kann man sowohl mit der beidbeinigen Variante als auch mit der einbeinigen Variante mit einem Zusatzgewicht arbeiten, Tasche mit Getränke drin oder was auch ihr immer zu Hause noch an Gewichten habt. Okay, gut. Dreimal hast du schon gemacht. Kami, wir starten nochmal bei neu. Damit jetzt haben alle gesehen, wie es geht. Startest mit dem rechten Fuß. So, 3, 2, 1 und absenken und hochkommen. So, haltet euch schön gerade und aufrecht. Versucht wirklich lediglich mit der Hand nur ein bisschen zu stützen oder beziehungsweise das Gleichgewicht auszugleichen. So, noch 6. Hier ausatmen bei der Anstrengung beim Hochdrücken, einatmen, wenn er wieder zurückgeht. So, und die letzten 3. Noch 2. Und der letzte. Okay. Kurze Pause. Diese Sache. Ja, das merkt man. Das unterschätzt man doch. Man arbeitet schon mit dem Körpergewicht und heißt auf den Waden schon ordentlich Spannung. Also mit Gewichte merkt man, das spüren die Fortgeschrittenen dann. Okay, Beinwechsel. Zweite Runde. Ich mache es wieder parallel vor. Wir starten. 3, 2, 1 und Fersen absenken. Die Zehenspitzen gehen. Versucht vielleicht mal jetzt so in der zweiten Runde, man hat ja auch ein stärkeres und ein schwächeres Bein, aber immer noch mal auf die Hilfe achten, weil unterbewusst holt man sich immer mehr Hilfe auf dem schwächeren Bein und versucht jetzt auch mal, wenn möglich, ein bisschen weniger festzuhalten oder einfach nur die Arme locker draufzulegen. So, letzten 4. So, noch 3. Jetzt noch? Ja. Ah, die sehen zweieinhalb schaffe ich noch. Sehen schon richtig gut von hinten aus. 2. So, und noch 1. Super. Sehr gut. Die Beine mal ausschütteln. Jetzt gehen wir zur nächsten Übung über. Und zwar die Hüftbrücke. Dazu legen wir uns hin. In Rückenlage. Kabel zeigt die einbeinige Variante. Ich mache die Variante mit Füßen parallel. Bei der einbeinigen Variante wird das eine Bein auf das andere gelegt. Da starten wir mit dem linken Bein, das arbeitet. Der Kopf wird abgelegt. Die Arme liegen erstmal mit den Handflächen auf dem Boden. Und wir bewegen dann unsere Hüfte maximal hoch, aktivieren unsere Po-Muskeln und Rückenmuskeln. Okay, nochmal absetzen, Kabel. Wer da sehr stabil ist, kann auch seine Arme in die Luft halten. Ja, das Ganze wird dann wieder ein bisschen instabiler und man muss mehr Stabilität aufbauen. Guckt, wo ihr euch erstmal am wohlsten fühlt. Ansonsten im Zweifel immer mit der einfachsten Variante beginnen. Wir machen einen Durchgang und wir starten mit dem linken Bein, dass das rechte aufs linke gelegt wird. So, der Kamel darf ruhig mal, dann haben wir beide Varianten sichtbar. Die Arme auf dem Boden liegen lassen und ich halte sie hoch. Okay, los geht's. 3, 2, 1 und gleichmäßig Hüfte heben. Absenken, wenn möglich, kurz bevor der Po den Boden berührt, dass die Spannung in der Muskulatur bleibt. Ausatmen, wenn die Hüfte hochgeht und einatmen, wenn die Hüfte runtergeht. Noch 3-mal. Und absetzen. So, kurz durchatmen. Kabel kann schon mal die Beine wechseln. Arme lassen wir in der gleichen Position und der nächste Durchgang startet. Los geht's. Hüfte heben. Senken. So, 3 haben wir. Ich darf die Arme unten lassen oder soll ich mal hoch?
Ah, gut aufgepasst. Ich wollte eigentlich die Arme nach oben nehmen. Ach komm, ich mach mit. Sehr aufmerksam. So, die letzten drei. Letzten zwei. Und noch ein. Gut. Damit hätten wir es für heute geschafft. Ich sag danke, Kamil. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.